Das Wasserkraftwerk Biesling in Hagen wurde 2016 von der Baufirma Bernecke errichtet. Wasserkraft hat am Bieslingbach Tradition. Seit dem 16. Jahrhundert wird die Kraft des Wassers am Bieslingbach genutzt. Grund ist der optimale Standort für die Wasserkraftnutzung. Die größte Karstquelle der Kalkalpen, der Biesling-Ursprung, hat eine gleichmäßige Schüttung über das ganze Jahr. Durch die kurze Länge der Biesling führt der Bach wenig Geschiebe und ist nahezu frei von Eisbildung. Die Wasserfassung besteht aus einem Fischaufstieg an der rechten Bachseite, einer 10 Meter breiten Wehrklappe zum Aufstau des Wassers, einem Grundablass, welcher im Hochwasserfall geöffnet wird, und hierauf eine aufgesetzte Klappe, über welche Geschwemmsel und Blätter transportiert werden. Weiters erfolgt hier die Restwassersteuerung. Es muss jederzeit ausreichend Restwasser im Bachbett verbleiben. Über einen Grubrechen läuft das Wasser in den Entsander. In dem Doppelentsander wird das Wasser so entschleunigt, dass sich kleine Sandkörner absetzen und nur das reine Wasser über den Feinrechen in die Druckrohrleitung läuft. Der Feinrechen läuft wie die gesamte Anlage vollautomatisch. Wenn der Wasserspiegelunterschied vor und nach dem Rechen aufgrund Blätter und so weiter zu groß wird, schaltet sich die Rechenreinigung automatisch ein.